Ich muss in diese Kiste hier laden, glaube ich. Oder war es die da oben? Nein, ich glaube, die hier unten war es. Habe ich einen Sack vergessen? Das war doch eine gerade Zahl. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. What can I do for you today? Name's Ladle. I'm the lead supervisor for this depot. I organize, I direct. You can think of me as the heart of this operation. Left of Kayla, of course. Glory be to she who shines and all who walk in her light. Kayla ist mein Name. Ich bin Oberaufseher dieses Depots. Ich organisiere und leite es. Betrachte mich als Herz dieser Operation. Natürlich nur nach Kayla. Gepriesen seien die Strahlende und alle, die in ihrem Licht wandeln. Es wundert mich, dass ihr noch nicht Legionen von Truppen befähigt. Mit euch wird diese Kreuzung in 1 bis 2 Tagen vorbei. Ich bin froh, jemanden zu treffen, der mich wertschätzt. Und ihr verbergt euren Sarkasmus auch äußerst gut. Brenno, ihr freut mich, euch kennenzulernen. Was kann ich für euch tun? Ich lasse euch in Ruhe. Warum liegt hier eine Tatsche auf dem Boden rum? Ach, einfach eine Tatsche plus 1. Speak, yes, Abel. Fair enough. Okay, das war wieder die falsche Kiste. Da war es doch die da oben. Bin jetzt aber überrascht. Irgendwo ist doch ein Getreidesack verloren gegangen. Wie kann ihr brauchen? Nur zu fragen. What can I do for you today? I am your Dostorn. Bin ich jetzt komplett verwirrt? Hier ist keiner, hier ist keiner. Sie hat keinen im dabei, hier ist keiner. Worum geht es? Ja, ich werde mich im Handumdrehen. Jetzt müsste doch jetzt eigentlich in der Richtung sein. What can I do for you today? Okay. Also jetzt bin ich echt verwirrt. Ist die Quest wieder verbuggt oder was? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also nach Norden geht es auf jeden Fall weiter. Sagt die Wünschelroute. Dann will ich also als erstes nicht nach Norden, sondern mit Volumen abwuchsen. Yes? Clever retort! Fine. Whoop! Missed. What? Quickly. Also hier unten sieht es nach einer riesigen Mykonidenkolonie aus. Worum geht, wie ihr wünscht? Mann, Mann. Jetzt zeigt sie nach Osten. Ach so, weil wir zurück sollen. Hm. Stop where you are. Dangerous creatures roam these caverns. If you value your life, go back from whence you came. Bleibt sofort stehen. In diesen Höhlen streifen gefährliche Kreaturen umher. Wenn euch euer Leben lieb ist, geht ihr zurück, woher ihr gekommen seid. Ich kann mich sehr wohl wehren. Wenn dieser Ort gefährlich wäre, würdet ihr hier nicht leben. You trespass in my home. Surface dwellers are not welcome here, save for Heffernan and those who bow to him.
Ihr dringt in mein Zuhause ein. Oberflächenbewohner sind hier nicht willkommen, außer Heffernen und jene, die sich ihm unterwerfen. Gefährliche Kreaturen, sagt ihr? Was für gefährliche Kreaturen? Ich bin ein Anhänger von Heffernen. Lasst mich passieren. Willkommen oder nicht, ich gehe, wohin ich will. Versucht nicht, mich aufzuhalten. Nehmen wir mal die 1. Es geht euch nichts an. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Kehrt um. Ich werde euch nicht behelfen, wenn ihr mit meinen Kindern aneinander geratet. Ich habe euch gewarnt. Ich habe einen Druiden getroffen, der mich vor einer Höhle gewarnt hat. Er scheint der Anführer dieser Region zu sein. Dunkler Druidenzirkel. Ach, das habe ich gar nicht mal richtig gesehen. Dass man hier noch extra aufklappen kann. Okay. Dann kann ich mal kurz bei den Menhiren lesen. Ich habe 5 Menhire aktiviert. Ich habe 4 aktiviert. Ich habe 3 aktiviert. Ich habe 2 aktiviert. You're good people. I like to see that. Especially in Children of Murder Gods. Okay. Gut. Ach ja, ich wollte wegen dem Druiden lesen. Was ist es hier? Dunkler Druidenzirkel. Ach so. Gut. Hier geht's großartig nicht lang. Ja doch, da unten würde es lang gehen, einmal im Kreis. Baumhirten und Triaden, okay. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Velbol? Hey, endlich hat mal Gift verlangsamt gewirkt. Wie kann ihr brauchen? Nur zu fragen. I'm coming for you. Quickly. Okay, das wird wohl nichts werden. Oder doch? Ist gut. Worum geht es diesmal? Ja? Yes? Nee, das hat nicht geklappt. Okay. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Tag, Ferusk. Ach, das wäre... Hier ist der Baum. Okay. Strangers. So many strangers in the depths these days. Why have you sought me out? Fremde. Dieser Tag ist so viele Fremde in der Tiefe. So, wieso habt ihr mich aufgesucht? Ich war auf der Suche nach einer Taverne und ich muss mich irgendwo verlaufen haben. Ihr habt nicht zufällig ein paar Getränke, oder? Nein, das habe ich nicht. Ich bin nur auf der Durchreise. Nehmen wir die 1. Wir sind uns bereits begegnet. Ihr habt mich draußen beim großen Höhleneingang davor gewarnt, weiterzugehen. Ich war eine fehlende Reise. An ihre Gesichter kann ich mich nur selten erinnern.
Das kann ich verstehen. Ist das euer Zuhause? Wie schmeichelhaft. Lebt ihr hier? Es ist irgendwie unheimlich. Achtet auf euren Tondruide und erzählt mir mehr über den leuchtenden Kreis hinter euch. Nehmen wir die zwei. An diesem Kreis huldige ich dem Land unter dem Land, aber ich glaube nicht, dass ihr deshalb hier seid. Es ist wunderschön anzusehen. Könnte ich euch vielleicht etwas fragen? Was wollt ihr, Fremdling? Informationen, wenn ihr die mit mir teilen wollt. Nichts außer diese öde Unterhaltung zu beenden. Mehr als ihr euch vorstellen könnt. Ich werde mich mit eurem Leben zufrieden geben. Informationen. Stellt eure Fragen. Dieser Heffernan, den ihr erwähnt habt, wieso wart ihr damit einverstanden, ihm zu helfen? Ich habe gehört, dass ihr mit ein paar Druiden an der Oberfläche zerstritten seid. Könnt ihr mir mehr über euren Konflikt erzählen? Wieso sind die Tiere in dieser Gegend so unruhig? Ich habe alle Antworten, die ich brauche. Ich gehe dann wieder. Fragen wir es mal nach Heffernan an. Nichts aus Nächstenliebe. Wir trafen eine Vereinbarung. Sicherer Durchlass für meine Hilfe in einer persönlichen Angelegenheit. Auch wenn sie es gern anders darstellen, Kehrs Kreuzritter stehen nicht auf der Seite des Guten. Eure Abmachung war ein Fehler. Hat diese persönliche Angelegenheit zufällig etwas mit den zwei Druiden an der Oberfläche zu tun? Some in the circle refuse to accept my authority. Fools. With Heffernan and his followers help, I drove them off. Einige im Zirkel wollen meine Autorität nicht anerkennen. Nach mit der Hilfe von Heffernan und seinen Anhängern könnte ich sie vertreiben. Dann habt ihr ja eure Stärke unter Beweis gestellt. Ich hätte noch mehr Fragen. Die Druiden sagten, sie hätten sich nur aufgelehnt, weil ihr ein schlechter Anführer wart. Ich habe mit diesen Druiden gesprochen. Sie sagen, ihr werdet übergeschnappt und hättet begonnen, unnatürliche Kreaturen zu züchten. Darum sind sie gegangen. I care nothing for what those weak-willed halfwits on the surface say. Their very existence is a thorn in my side. Remove it for me. You will be rewarded. Was diese dummen Schwächlinge an der Oberfläche sagen, kümmert mich überhaupt nicht. Allein ihre Existenz ist mir ein Dorn im Auge. Entfernt sie ihn für mich. Dann werdet ihr belohnt. Sie sind schon so gut wie tot. Ich möchte euch noch etwas anderes fragen. Ich werde darüber nachdenken, aber vorher hätte ich noch eine Frage. Nach Heffernan haben wir gefragt, nach den Druiden auch. Wieso sind die Tiere unruhig? Mit Hilfe von Experimenten und Magie habe ich einen Teil der Fauna hier verändert. Zu welchem Zweck? Durch Magie veränderte Tiere. Gute Idee. Was kann da schon schief gehen? Laut meiner Abmachung mit Heffernan darf ich meine Experimente durchführen. Erzählt mir von dieser Abmachung. Warum lasst ihr euch mit Eindringlingen ein? Nichts aufs Nächste, Liebe. Okay, verstehe. Dann geht. So, wenn ich jetzt, was auch immer ich besitze, hier reinstecke. What are you doing? Get away from that tree. Was macht ihr? Kommt weg von diesem Baum. Ich habe gesagt, dass ihr euch fernhalten sollt. Ihr hättet auf mich hören sollen. Wie kann ich helfen? I'm looking forward to this. Worum ihr braucht, nur zu fragen. My aim is I'll recover. I'll recover. I'll recover. Ja, ich werde mich in Hand umdrehen, darum kümmern. Plattenpanzer, okay. Heilungsmittel gegen Schleimkrankheit. Diese Flasche enthält einen besonderen Heiltrank, der gegen Pilzgift aus den Höhen unter Burg Drachenspeer wirkt. Ein Schluck aus der Flasche reicht aus, um den Infizierten zu heilen. Hm. Blutiger Knochenharnisch. Okay. Keule plus 1. Ankick-Beschwörungsamulett. Ist nicht so besonders toll. Feuerod im Trank. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Die Wurzeln dieses gewaltigen Baums sind nun natürlich verschlungen und scheinen sich gnadenlos an den Boden zu klammern. So.
Worum geht es? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und dann hoffen wir einfach mal, dass sich das gelohnt hat. Jetzt werde ich allerdings mal speichern. Das wäre jetzt Let's Play 16. Speichern. Und dann machen wir hier einen Cut. Also, bis gleich.